Upgrade-Version aktivieren können, nachdem ihr den Rechner neu installiert habt. Und zwar habt ihr eure Upgrade-Version dazu genutzt, um einen komplett neuen Rechner zu installieren, so passiert es, dass wenn ihr in die PC-Einstellungen geht, folgende Meldung erscheint. Windows aktivieren, obwohl ihr bereits mit dem Internet verbunden seid und den Key schon eingegeben habt. Auch wenn ihr hier mehrmals den Key eingebt, so wird immer gesagt, dass die Aktivierung nicht möglich ist. Dazu gibt es aber eine kleine einfache Lösung, und zwar muss man dazu in die Registry gehen. Dies machen wir jetzt, indem wir in den Desktop gehen und die Windows- und die R-Taste gleichzeitig drücken. Hier geben wir nun regedit ein und bestätigen mit Enter oder OK. Anschließend navigieren wir zu folgendem Schlüssel. Machen es mal ganz kurz breiter. HiKey Local Machine, Software, Microsoft, Windows, ganz weit unten, Current Version, Setup und OOBE. Hier klicken wir einmal doppelt auf Media Boot Install und setzen den Wert von 1 auf 0 und bestätigen einmal mit OK. Jetzt können wir den Registrierungseditor schließen und müssen die Eingabeaufforderung als Administrator starten. Dies geht am einfachsten, indem ihr in das Startmenü geht, CMD eintippt und hier auf die Eingabeaufforderung einen Rechtsklick macht und als Admin ausführen. Hier gebt ihr nun folgendes ein. SLMGR Leerzeichen / Rearm und bestätigt einmal mit Enter. So, das war's auch schon. Jetzt kommt hier eine kleine Meldung. Der Befehl wurde erfolgreich abgeschlossen und starten Sie das System neu, damit die Änderungen wirksam werden. Dies machen wir jetzt auch. Wurde der Rechner nun neu gestartet, können wir einmal in die Chamber gehen, wieder Einstellungen und PC-Einstellungen ändern sagen und wir sehen nun, dass der Reiter Windows aktivieren verschwunden ist und wir können ganz normal jetzt die Windows-Updates ausführen. Ja, das war's auch schon. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal.